Der Film sagt mir was, den kenne ich an und für sich. Für wen waren denn diese Lehrfilme gedacht? Die waren eigentlich für Lehrlinge, zum Vorbild, um Lehrlinge zu gewinnen, dass man zeigt, können sie alles lernen, und dafür waren diese Filme gemacht. Und natürlich auch als zum Festhalten sozusagen der Tätigkeiten. Sowie alle notwendigen Einrichtungen für die Massenproduktion. Ein kleiner Ausschnitt soll das reichhaltige Arbeitsgebiet dieses Berufes übermitteln. Eine Filmkamera, ein in Großserie hergestelltes Gerät, besteht vorwiegend aus Teilen, die mittels Werkzeugen gefertigt werden. Ein Bauteil davon ist der elektrische Antriebsmotor. Die Herstellung eines Stands- und Kunststoffteiles für diesen Motor diene als Beispiel für den Einsatz von Werkzeugen. Und hier sehen wir, das ist bei Olmec wahrscheinlich. Das ist alles bei Olmec gedreht. Man kennt es ganz leicht an den grauen Mänteln, an den Olmec-Schildern auch. Das Feilen war ja überhaupt was ganz Besonderes. Da hat man stundenlang gestanden und hat nur gefeilt, und teilweise stundenlang, tagelang, damit es gerade wird. Nicht? Jeder Mitarbeiter hat einen Werksmantel bekommen, und es gab eine eigene Näherei, das habe ich auch erst am Schluss erfahren, weil wir diese Singer-Nähmaschine bekommen haben ins Museum. Ein wichtiger Teil in der Ausbildung ist die Erziehung zur Selbstständigkeit. Allmählich wird der Lehrling mit allen Werkzeugmaschinen vertraut. Ja, und Werkzeugmacher, zum Beispiel meine Brüder, die haben selber jeweils ein Werkstück machen müssen. Auf Wunsch meines Vaters haben sie Werkzeugmacher, also haben reingeschnüffelt. Und Sicherheit bei der Durchführung. Ich leider nicht, weil ich bin ja ein Mädel, ich durfte das nicht, obwohl es mich interessiert hätte. Damals war das streng getrennt. Also, ich glaube, Frauenanteil war damals gar nicht vorhanden. 3,5 Jahre Lehrzeit befähigen den Lehrling schließlich, Werkzeuge von höchster Qualität herzustellen. Die Praxis verlangt vom Lehrling ein feines handwerkliches Gefühl und viel Geduld. Wiederholtes Überprüfen ist notwendig, Schublehre, genau, damit beim Anfertigen des Werkstückes kein Fehler unterläuft. Es waren sehr viele Berufe vertreten, ne? Also, es waren sehr viele Berufe, ja. Moderne Maschinen vermindern die Arbeit am Schraubstock auf wenige notwendige Ausfertigungen. Der Werkzeugbau, der war ursprünglich, war in Wien in der Buchengasse. Also es könnte sein, dass der Film aus der Buchengasse ist. Da gab es den Herrn Bruha, vielleicht ist das dieser Lehrwerkmeister, der da auch zu sehen ist, vielleicht ist er das. Der hat meinen Brüdern auch das beigebracht. Das Werkstück muss entsprechend der Werkzeichnung ausgeführt sein. Nicht nur praktische Fertigkeit. Das ist bei Olmec, ja. Das ist bei Olmec, und da gab es auch noch den Herrn Pirnitzer, hat er geheißen. Das war der Lehrer von Olmec. Na, das ist er nicht. Das ist ja kein anderer. Da gab es mehrere Lehrer. Das heißt, die Berufsschule war dann auch bei Olmec. Ja, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist jetzt wirklich mit der Berufsschule, aber es ist bei Olmec. Neben der Berufsschule vertieft ein eigener Betriebsunterricht das Wissen und Können des Lehrlings. Da sieht man auch das Olmec-Schilderl, nicht? Da auch den Werksmantel. Ich selber habe beim Herrn Pirnitzer, ich konnte als Kind das Esch nicht aussprechen, jetzt ist die Übergabe des Diploms. Folgt die Lehrabschlussprüfung. Ich habe immer Schule gesagt, und er hat mir das Esch beigebracht. Dieses Ziel erreicht, dann ist er ein hochqualifizierter und gut bezahlter Fachmann. Also wurden die Lehrlinge dann auch oft übernommen? Also die meisten sind geblieben. Mhm.
Es gab ganz wenige, glaube ich, die dann weggegangen sind. Es war eigentlich einfach das Firmenklima so gut. Das bestätigen mir auch alle, die da beim Interview sitzen. Die sind entweder weggegangen, weil sie irgendwo was anderes oder weil sie geheiratet haben. Das ist die Vionette. Die Achter, glaube ich. Ja. Das hat die Vionette wurde designt von einem Olaf Björnsen. Das war ein Verwandter des dänischen Königshauses.